Ich bin Lisa. Also besonders gut gefallen hat mir einfach, dass wir mal Tapetenwechsel hatten. Sebastian Buko ist mein Name. Ich bin Dozent für Popgesang hier am Hamburger Konservatorium und auch eben klassischer Gesang. Wir sind weiterhin damit beschäftigt, einen Popsong zu schreiben. Und dazu gehört das Instrumentale, es ist eine Band, die hier formiert wurde. Und wir haben Sänger und mit den Sängern arbeiten wir an den Texten. Die Band konzentriert sich auf die Begleitung des Songs und wir wollen auch mit jedem Bandmitglied noch ein kleines Solo erarbeiten. Dann hat Tammy das auf einmal alles zusammengebracht und in einer Reimform und das so toll zusammengefasst, was wir uns gemeinsam überlegt haben. Das war überraschend. Das hat mich richtig umgehauen, diese Kreativität. Hätte ich ja nicht damit rechnen können. Erstmal muss man gucken, wer bringt auch was mit von den einzelnen Teilnehmern? Wo sind da die Talente? Das Allerschwierigste ist immer zu anzufangen, gut, wir haben ungefähr eine Idee, welche Stimmung, welches Thema wollen wir überhaupt wählen? Und da haben wir versucht zu gucken, was ist die alltägliche Situation? Womit haben alle, die jetzt da im Raum sind, zu tun? Was beschäftigt alle? Und dann hieß es ja, so dieser alltägliche Ablauf. Aber ist das denn schwer, jetzt auf einmal selber Lieder zu machen und nicht Lieder nachzuspielen? Ja, das fordert schon, selber kreativ zu sein. Was man hier lernt, kann ich dann in der Bana dann auch sehr gut weitermachen. Also ich würde es schon gerne weitermachen, auf jeden Fall.